Herzlich willkommen zu meinem Informationsfilm über die nicht alkoholbedingte Fettleber. Die Leber ist unser größtes bzw. schwerstes Organ und größte Drüse im Körper, circa 1,5 bis 2 Kilo schwer. Das entspricht jetzt ungefähr der Größe und dem Gewicht von diesem Krautkopf, der hat genau 1,5 Kilo. Sie liegt im rechten Oberbauch und hat ganz wahnsinnig wichtige Aufgaben. Wir kennen es am besten als Entgiftungsorgan oder das Entgiftungsorgan schlechthin. Da sind schon noch ein paar andere auch mit beteiligt. Aber die Leber selber hat doch weitere sehr vielfältige Aufgaben. Zum Beispiel ist sie ganz wichtig für die Steuerung des Stoffwechsels, für die Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe von Nährstoffen, zum Beispiel im Blut. Aber auch dem Herstellen der Gallenflüssigkeit, des Gallensaftes, der in der Gallenblase dann gespeichert wird und immer so portionsweise an den Zwölffingerdarm weitergegeben wird, braucht man für die Fettverdauung zum Beispiel. Interessant ist, dass die Leber unglaublich viel leistet im Filtern von Blut, und zwar werden pro Tag ca. 2000 Liter Blut von Giftstoffen befreit. Das heißt, 2000 Liter Blut werden durchgefiltert. Das entspricht einer Menge von 1,5 Litern pro Minute oder anders umgerechnet. Unser gesamtes Blutvolumen im Körper wird circa 400 Mal am Tag durch die Leber durchgefiltert. Das ist eine unglaubliche Leistung, die Leber dort vollbringen muss. Weniger bekannt ist vielleicht, dass die Leber ein ganz wichtiges hormonproduzierendes Organ ist. Es werden 60% unserer Schilddrüsenhormone von der Vorstufe T4 in aktives T3 in der Leber umgewandelt. Also nicht in der Schilddrüse, sondern in der Leber. Deswegen ist die Leber auch für die Schilddrüsengesundheit so wahnsinnig wichtig. Die Leber ist auch wichtig für unseren Fettstoffwechsel. Es wird in der Leber Cholesterin aufgebaut, wenn es notwendig ist, und aber auch wieder abgebaut, wenn es nicht so notwendig ist. Also das wird über die Leber dann gesteuert, genauso wie im Glukosestoffwechsel. Da ist auch die Leber zuständig, dass unser Blutzuckerspiegel immer, immer, immer schön stabil bleibt. Wenn wir also mal eine Zeit nichts essen oder keine Kohlenhydrate essen, uns ketogen ernähren zum Beispiel oder fasten, dann schaut die Leber durch die Gluconeogenese immer drauf, dass unser Blutzuckerspiegel in der Norm ist. In der traditionellen chinesischen Medizin wird die Leber selber als der Regent über die gesamte Energie in unserem Körper bezeichnet. Die Leber ist zuständig, dass alle Energie, die in unserem Körper wo auch immer entsteht, gleichmäßig an die verschiedenen Organsysteme verteilt wird. Und wenn es der Leber nicht gut geht, wenn sie diese Aufgabe nicht bewerkstelligen kann, sei es durch eine Erkrankung, sei es durch Energiemangel, weil sie zu wenig Energie von anderen Organsystemen bekommt, dann kommt es zu Müdigkeit, Erschöpfung. Ganz typisch sind diese PMS, diese Stimmungsschwankungen vor der Menstruation zum Beispiel. Ganz typisch auch für diese Aufgabenschwäche der Leber laut der DCM ist Migräne, besonders die Migräne mit Aura, also die mit Sehstörungen oder auch Übelkeit einhergehen. Das ist ganz eine typische Lebersymptomatik laut der traditionellen chinesischen Medizin. Da ist der Funktionskreisleber gemeint. Am schnellsten merkbar ist es an den Stimmungsschwankungen, wenn man so eher in den grantigen, zornigen Bereich reingeht, wenn man sich selber nicht leiden kann und so weiter. Das sind so ganz typische Lebergeschichten zum Beispiel. Die Leber ist ja auch wieder ein sehr, sehr nettes Organ. Sie opfert sich. Sie opfert sich im Falle einer Fehlernährung, dass der Körper nicht überschwemmt wird von Nährstoffen, die ihm nicht gut tun, opfert sich die Nährstoffe, dass ein zu viel, besonders an Kohlenhydraten und Fructose im Speziellen, aber auch an zu viel an Fett zum Beispiel, in Fettzellen umgewandelt wird und in der Leber abgelagert wird. Da ist Priorität bei der Fructose, die wird postwendend in Fettzellen in der Leber bzw. in den inneren Organen umgewandelt. Dann kommt Zucker und einfache Kohlenhydrate und ein zu viel an Kohlenhydraten per se. Wenn jetzt 50% der Leberzellen verfettet sind, dann spricht man von einer Fettleber.
die Fettleber oder halt die Leber vergrößert sich dann natürlich durch die Fetteinlagerungen. Und bei einer Vergrößerung von 10%, das ist auf so ein Organ gesehen jetzt nicht wirklich viel, 10% größerer Krautkopf, der fällt in dem Sinn da ja gar nicht so richtig auf. Die Leber selber kann sich ja in ihrem Volumen verdoppeln. Dann merkt man es schon, es ist dann schon gut tastbar natürlich und macht auch ein Druckgefühl im Bauch. Aber eine Vergrößerung von nur 10% bedeutet eine 60-prozentige Leberverfettung. Und damit man sich die Menge an Fett in der Leber vorstellen kann, wenn man das umrechnet in Portionsgrößen, dann entspricht es tatsächlich einer Menge, sieht man das halbwegs, von 4 Viertel-Kilo Backerl Butter. Nicht die kleinen Päckchen Butter, sondern die großen Backerl. 4 Portionspäckchen Butter entsprechen einer 10-prozentigen Vergrößerung der Leber. Dass die Leber dann nicht mehr so optimal funktioniert und allen ihren Aufgaben so problemlos nachgehen kann, wie es eigentlich soll, glaube ich, liegt dann auf der Hand. Und dass dann so einfache Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel nur mal Brennnesseltee trinken für die Leber nicht jetzt auch wirklich greifen, ich glaube, das ist auch klar auf diese Menge hingesehen. Die nicht alkoholische Fettleber ist eine der häufigsten Erkrankungen, kann man jetzt schon wirklich sagen, im deutschsprachigen Raum mit. Es betrifft 70% aller derjenigen, die Übergewicht haben. Aber sie betrifft auch Schlanke. Man braucht jetzt nicht meinen, weil man schlank ist und einen braven BMI oder so irgendwas hat, dass man dann gefeit ist davor. Es ist jeder siebte Schlanke auch von der nicht alkoholbedingten Fettleber betroffen. 90% der Typ-2-Diabetiker, und deren haben wir wirklich, wirklich viel, haben eine nicht alkoholbedingte Fettleber. Und das Dramatische an der ganzen Geschichte ist, dass 30% aller übergewichtigen Kinder, die ja auch jetzt mehr werden, 30% der übergewichtigen Kinder haben ebenfalls schon eine nicht alkoholbedingte Fettleber. Der Nachteil der Leber ist ja der, dass sie keine Schmerzrezeptoren hat. Das heißt, sie kann nicht wehtun und sagen, mir geht's schlecht, tu was. Das ist das große Pech. Man merkt es erst später. Wahrscheinlich geht man zum Arzt eher mit extremer Müdigkeit und Erschöpfungssymptomatiken. Dann ist man halt schnell im Burnout drinnen oder so. Die Diagnose ist nicht wirklich leicht an der Fettleber oder dass man sofort an die Fettleber denkt. Ultraschall zeigt es auch erst ab einem bestimmten Verfettungsgrad an und Biopsie ist jetzt nicht so gerade wirklich was man jetzt jederzeit macht und auch nicht jetzt so anzuraten ist, dass man es jetzt einfach nur mal so prophylaktisch macht, lassen wir mal schauen, ob die Fettleber besteht. Blutwerte zeigen es auch nicht so richtig an. 80% der diagnostizierten Fettlebern, wenn man das so sagen darf, 80% haben normale Blutwerte. Es gibt eine Ausrechenformel, den sogenannten Fatty Liver Index. Da braucht man den Wert der Triglyceride, das Gamma-GT, das ist ein Leberwert und Größe und Gewicht. Und anhand dem kann man sehr gut ausrechnen, ob die Gefahr besteht, ob man sich jetzt genauer testen lassen soll auf Fettleber. Die ist ziemlich aussagekräftig jetzt schon, dieser Fatty Liver Index. Nur so zur Information. Das Gefährliche an der Fettleber selber ist ja, das könnt ihr euch vorstellen, wenn sich da so viel Fett einlagert, dass sich das Gewebe immer mehr verdichtet. Es wird dann sehr, sehr eng in der Leber und kann sich dadurch auch sehr, sehr leicht entzünden. Und dann sind wir in der sogenannten NASH, in der Steatohepatitis. Das ist eine Fettleber, die sich entzündet hat, wird auch bezeichnet als NASH, habe ich schon gesagt, als Non-Alcoholic Steatohepatitis. Ich glaube, es hat sich jeder schon einmal verbrannt oder eine stärkere Entzündung gehabt. Und dann weiß man, dass an der Haut oder wo man sich halt verbrannt hat, auch Narbengewebe sich bilden kann, wenn es durch Ärger war. Ja? Aber eine dauerhafte entzündliche Fettleber kann ebenfalls vernarben, Narbengewebe bilden und dann sind wir schon im nächsten Stadium der Lebererkrankungen in der Leberzirrhose. Und dann geht es abwärts. Ja, das ist wirklich so der nächste Schritt. Man kann eine
entzündliche Fettleber und Fettleber noch sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Medikamentös geht da nicht wirklich viel. Weiß man nicht, ob man jetzt da Gott sei Dank sagen soll. Man muss wirklich selbst etwas tun und da ist die erste Wahl wirklich die Ernährung. Natürlich noch einmal besser in Kombination mit Bewegung. Nur um zu sagen, eine entzündliche Fettleber, da besteht die 25%ige Chance, dass sich daraus eine Zirrhose entwickelt. Das ist ein Viertel. Viertel aller entzündlichen Fettlebern können zur Zirrhose werden. Das ist nicht wenig. Also wirklich aufpassen. Ein riesen, riesen Vorteil an der Leber ist der, dass die Leber das schnellst regenerierende Organ ist, was wir haben. Zum Beispiel bei einer Leberoperation, bei einer Lebertransplantation, wenn da 70% des Lebergewebes entfernt werden, man kann sie nicht komplett entfernen, es ist ein lebenswichtiges Organ, aber bis zu 70-75% kann man entfernen und nach 2 Monaten noch, nur 2 Monaten noch einmal mit meinem Krautkopf, der ist ja groß, ja, wenn man es so betrachtet und wenn ich da jetzt denke, es ist 70% weg, nach nur 2 Monaten sind 90% wieder da. Und das finde ich großartig. Ja. Was auch bedeutet, wenn man sich um die Fettleber kümmert, wenn man etwas aktiv tut, dann entfettet sie sehr schnell. Und wie ich schon erwähnt habe, das Um und Auf ist eine Ernährungsumstellung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ernährungsumstellung. Eins der Oberprinzipien ist, dass man wirklich kurzzeitig für einen bestimmten Zeitraum, also kurzzeitig 14 Tage, 3 Wochen, sehr stark unterkalorisch isst und wirklich die Kohlenhydrate rausreduziert, wie es gerade geht, weil die wirklich der Nährstoff für die Fettzellen auch sind. Natürlich an erster Stelle Fruchtzucker, in der Zeit auch einmal überhaupt gar kein Obst und unterkalorisch. Wichtig ist, wenn man unterkalorisch isst, dass die Proteinversorgung, aber da komme ich dann nochmal drauf, wirklich gut gewährleistet ist, damit es auch nicht zu einem Jojo-Effekt und so weiter kommt. Wichtig ist auch zu wissen, dass Gewichtsreduktion nicht gleichzusetzen ist mit der Leberentfettung. Der Vorteil ist nämlich, die Leberentfettung geht um Wesentliches schneller als Gewicht zu reduzieren. Das ist echt eine tolle Geschichte. Wenn man Gewicht reduziert, dann ist eine Gewichtsreduktion von nur 3-4 Kilo. Das ist bei einem Schlanken natürlich viel, aber bei jemandem, der stark übergewichtig ist, nicht viel. Aber wenn man es schafft, 5% des Körpergewichtes bzw. ca. 3-4 Kilo rum loszuwerden, dann ist das schon oder bedeutet das eine Leberfettreduktion von 30%. Und das ist eine tolle Geschichte. Also Gewichtsabnahme geht langsamer als Leberentfettung. Sie spricht wirklich extrem schnell an. Ernährungstechnisch haben wir eben verschiedene Möglichkeiten, sei es jetzt wirklich durch Fasten und dann eine adäquate Ernährungstherapie, wo man ein bisschen aufpasst, dass man die Kohlenhydrate anpasst an das Bewegungsspektrum. Man kann wirklich sich Kalorien reduziert ernähren, sodass man wirklich nur so auf die 1000, 1200 Kalorien Maximum kommt. Das dauert dann ein bisschen länger, weil einem da muss man sich schon sehr gut informieren, was da alles drinnen sein muss in der Ernährung. Ein paar Sachen sage ich jetzt dann gleich an, die dem Entfetten noch, das Entfetten noch unterstützen, beziehungsweise den Leberaufbau, den Leberfettaufbau verhindern. Und dann gibt es natürlich auch eine tolle Kur, das Leberfasten nach Dr. Worm. Dr. Nikolai Worm ist da wirklich ein Vorreiter, der das ganz, ganz toll entwickelt hat, dass man wirklich innerhalb von 14 Tagen Wahnsinnserfolge erzielen kann und einmal das Problem Fettleber los ist und dann sich weiter um Gewichtsreduktion kümmern kann, aber mal so dieser Stoffwechsel-Turbo, das Turbo-Organ Leber wieder im Normbereich sich befindet. Haben wir schon ganz tolle Erfolge gehabt. Wichtig ist natürlich auch, dass man Lebensmittel isst, wie ich schon erwähnt habe, die den Leberfettaufbau verhindern bzw. den Leberfettabbau fördern. Da gehört zum Beispiel das Cholin dazu. Das findet man in Eiern, aber auch ganz stark in Innereien. Cholin verhindert die Fetteinlagerungen in der Leber. Ist erwiesen dadurch, dass man durch 6 Wochen cholinarme Kost,
Ja, also wenig Eier, wenig Innereien, dass es dann automatisch zu Fetteinlagerungen im viszeralen Fett, im Bauchfett, Organfett kommt. Das kennt man aus der Tiermast, dass man zum Beispiel Gänsestopf, Leber nicht produzieren kann, wenn Cholin im Futter drinnen ist. Also die achten definitiv darauf, dass Cholin nicht drinnen ist, setzt man es zu, dann würde das Problem Fettleber schon einmal erledigt sein. Sehr hochwertige Proteine sind wichtig, wie zum Beispiel das Whey-Protein. Das hilft ganz, also das Molkeprotein, das hilft ganz stark, mit Leberfett abzubauen, zum Beispiel durch die Aminosäure Leucin, die da drinnen ist. Es gibt noch andere Aminosäuren wie das L-Carnitin, kommt hauptsächlich auch im roten Fleisch vor. Das wird sogar das L-Carnitin im Fitnessstudio als der Fettverbrenner verkauft. Also da kann man es kaufen, man kann es aber auch essen. Taurin ist wichtig, kommt auch in Fleisch und Innereien vor. Das wirkt ganz stark antientzündlich, ja, um diese NASH wieder loszuwerden zum Beispiel. Und ganz wichtig auch diverse Ballaststoffe wie das Beta-Glucan, das kommt im Hafer vor, aber auch in der Gerste. Und das Inulin, die helfen auch ganz stark mit für die Lebergesundheit, dass man sie möglichst schnell in den Griff kriegt. Zusammenfassend jetzt noch einmal zu den Ernährungsmaßnahmen. Wichtig ist natürlich hochwertige Lebensmittel ohne Zusatzstoffe. Wie ich schon gesagt habe, die Leber ist unser Entgiftungsorgan und ich werde ja nicht nur mehr Arbeit aufhalsen, nur weil ich gesagt habe, unterkalorisch und dann aber Junkfood essen mit allem Möglichen drinnen. Da unterstütze ich sie nicht wirklich. Ja? Also hochwertige Lebensmittel ohne Zusatzstoffe, leicht verdauliche Zubereitung, viel frische Kräuter, Sprossen und Keimlinge. Da liegt wirklich das Hauptaugenmerk auf frisch. Das hat noch Enzyme drinnen, das dynamisiert, das hilft mit, den Stoffwechsel Turbo einzuschalten, wenn man so möchte. Unterstützend wirken auch scharfe Gewürze. Ist auch bei uns traditionell so üblich, wenn etwas schwerer verdaulich ist, einem im Magen liegt genauso wie wenn es recht fett ist, dass man dann mit scharfen Gewürzen oder scharfen Gemüsen arbeitet, wie zum Beispiel der Krähen bzw. Meerrettich. Mittlerweile bürgert sich immer mehr auch der Ingwer ein, wird sich da als Gewürz eignen, nicht als Tee, aber als Gewürz zum Beispiel, um da Bewegung hineinzubringen, den Stoffwechsel etwas zu aktivieren. Das wirkt ja nicht nur im Magen, sondern ganz körperlich, wie man ja an der Reaktion des Körpers ja auch merkt. Tierische Produkte bitte immer schauen, dass sie aus artgerechter Haltung kommen. Milchprodukte von Weidetieren zum Beispiel nehmen, die noch alle Stoffe drinnen haben, die sie eigentlich drinnen haben sollen. Unverarbeitet möglichst und ohne Zusatzstoffe, das habe ich schon erwähnt. Und wirklich hochwertige Proteine nach Bedarf essen, also seinen Proteinbedarf ermitteln und nicht drunter sein. Also Proteinmangel ist schlimmer, als man isst mal mehr Proteine. Da passiert nichts, wenn man mehr Proteine isst, aber zu wenig ist nicht lustig und schon gar nicht, wenn ich ein Organ unterstützen will in seiner Organleistung. Viel Gemüse, Gemüse, Gemüse. Möglichst bunt, dann habe ich so die ganze Palette an Antioxidantien drinnen, an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die wir dem Körper nützen. Also bunt, viele Farben, nicht nur grün. Wichtig ist beim Gemüse sonnengereift. Es muss Sonne gesehen haben, dann ist es wirklich voll mit Antioxidantien, Vitaminen und allem dem Enzymen und so weiter, was wir so brauchen. Das heißt, möglichst biologisch, dann sind auch wieder keine Schadstoffe oder fast keine Schadstoffe drinnen. Und je frischer, umso besser. Tiefkühlware hat halt schon einmal ein bisschen einen enzymatischen Schaden. Ja, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel drinnen, wie jetzt zum Beispiel in Frischgemüse. Heißt nicht keine Tiefkühl, das heißt es nicht, aber nicht ausschließlich. Wenn die Möglichkeit besteht, frisches Gemüse sich zu organisieren, möglichst noch sonnengereiftes Gemüse, vielleicht auch noch mit verschiedenen Geschmäckern drinnen, die Bitterstoffe in der Leber natürlich auch sehr gut. Jetzt kriegen wir ja gerade wieder diese Gemüsesorten, die ein bisschen bitter schmecken, Schärfe habe ich schon erwähnt und so weiter. Kriegen wir dann wieder mit Rettich und so weiter. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auf die Darmgesundheit achten. Die Darmflora füttern mit verschiedensten, mit Ballaststoffen, die kriegen wir ja wieder aus den Gemüsen raus, also mit Putz und Stingel essen das Gemüse, mit fermentierten zum Beispiel. Also ganz wichtig, auf die Darmflora achten. Die Darmflora ist für unsere Gesamtgesundheit ganz wahnsinnig wichtig. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Also man kann durch relativ kurze, radikale Kuren
das geht, das funktioniert, kann man die Leber wirklich schnell gut entgiften. Sehr zum Erstaunen der Internisten. Ich habe jetzt selber in einer Arztpraxis schon ein paar Sachen erlebt, die sehr lustig sind, so wenn man es ein bisschen betrachtet, so als Therapeut. Und wenn es gut formuliert ist, das heißt, wirklich auf die Proteine geachtet wird, auf die Reti andauernd rum, das ist so, weil sie so wahnsinnig wichtig sind. Wenn man genügend Proteine isst, dann kommt man in keinen Heißhunger hinein, kommt in keinen Jojo-Effekt hinein. Man ist satt und man zieht das auch durch. Und wenn man so 14 Tage, 3 Wochen sich wirklich intensiv um die Leber kümmert, dann ist mit der Leberverfettung das Thema mehr oder weniger gegessen, kann man schon sagen. Und noch einmal, um aufzuzeigen, wie wichtig es ist, sich um seine Leber zu kümmern, um auch um eine allfällige, nicht alkoholbedingte Fettleber, die man unter Umständen hat. Es gibt die Interheart Study, die ist im Jahr 2005 im Lancet veröffentlicht worden. Die hat in 52 Ländern knapp 30.000 Leute untersucht. Und da ist man draufgekommen, dass die sogenannte abdominelle Adipositas, ja, das ist nichts anderes wie Organfett und viszerales Fett, was sich hauptsächlich im Bauchraum ansammelt und an den inneren Organen ansammelt, dass eben diese abdominelle Adipositas den Diabetes Typ 2 als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen abgelöst hat. Also wir müssen jetzt nicht warten, bis wir Typ 2 Diabetes haben, die Fettleber reicht vollkommen und ich bin on top in den Risikofaktoren zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also, lass uns die Leber wirklich unterstützen für mehr Power, mehr Energie. Sie ist das Energie- und Stoffwechselzentrum in unserem Körper und verdient es, dass wir uns ein bisschen um sie kümmern. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Film.